Peter Höflechner und Ramona Simoni Muspil. So, ein bisschen in der Immobilienzeitung blättern. Ah, die institutionellen Immobiliengesellschaften machen auch 2017 Rekordgewinne. Sie bringen ihre Objekte, ihre Häuser in Projektgesellschaften ein und heben dadurch stille Reserven. Und es kommt zu Gewinnerschüttungen, ohne dass nur ein einziger Quadratmeter gebaut wird. Das ist fast so genial wie das Kaufen von maroden Fluggesellschaften und dann gewinnbringend wieder verkaufen. Und die Bauträger? Die Bauträger, die nehmen die Errichtungsgesellschaften, mit denen sie ihre Objekte errichtet haben, und liquidieren sie, damit sie dann aus der Haftung kommen. Wahnsinn. Aber wenigstens den Maklern geht es gut, wenn das Immobiliengeschäft so boomt. Nein, da steht, die Makler stöhnen. Immobilientourismus, viele Besichtigungen sind immer, schauen wir mal, offensichtlich geht es mit der Kaufkraft zurück. Also ich weiß nicht, wo Sie gerade herkommen, aber wir kommen von der Fachhochschule Wiener Neustadt. Also wir, ich, Ramona Simoni Muspil und er, Peter Höflechner. Und konkret komme ich gerade von einer Ankaufsberatung. Ein neues Auto? Nein, Immobilien. Eine junge Familie will sich ein Haus in Leasing kaufen. Leasing? Also, ja, du ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie die das da stemmen wollen. 600 Quadratmeter Grund. Das Chaos total kaputt, also 200.000 muss man bestimmt noch investieren, aber selbst ohne die Investitionskosten soll die Immobilie, so wie sie liegt und steht, 900.000 Euro kosten. Wahnsinn. Na, kein Wunder, dass jetzt immer öfter auch auf das Eigentum an Grund und Boden verzichtet wird, dass im Prinzip immer mehr im Baurecht gebaut wird, damit es vielleicht sich doch noch manche leisten können. Ich frage Sie, wie sollen sich die jungen Leute das leisten können mit dem Wohnen? Peter, wie war das zu deiner Zeit, als du jung warst? Danke. Ja, das tief in den 50er, in den 80er Jahren, haben wir meine erste Wohnung gekauft und da waren es noch weniger als 1.000 Euro pro Quadratmeter. Heute ist ein Vielfaches wert davon. Steht das in Relation? In Relation zur Inflation oder zu den Reallohnsteigerungen? Na, überhaupt nicht. Also der Reallohnzuwachs ist weit hinter der Steigerung der Immobilienpreise. Also man sieht, Wohnungseigentum wird immer schwieriger zu erwerben. 28 Jahre braucht man heutzutage im Schnitt, um sich seine Immobilie zu finanzieren. Vor 15 Jahren, 2003, waren es noch 17 Jahre. Also das mit dem Sparen, keine gute Taktik. Eine andere Taktik muss her. Taktik 1, heiraten. Was man sich erheiratet, muss man sich nicht erarbeiten. Gute Idee, nur nicht für jeden gültig. Taktik 2, erben. Naja, also zugegeben, ich kann ein kleines bisschen mitreden. Ich habe eine Immobilie geerbt, wie soll ich sagen? Westfassade, Spätdeternit, wenn man es in Architekturperioden einteilen will. Das Dach das gleiche, ja, also vom Format ein bisschen größer. Styropor an den Wänden, Kunststofffenster dazwischen und, naja, Duyen im Garten. Duyen? Ei, wer Duyen hat, der sagt zum Leben schon adieu. jetzt ein kleiner Sidestep in die Lehre. Diese Bauten der 60er und 80er Jahre, also die mein Leben durch begleitet haben, die stellen jetzt natürlich ein großes Problem hinsichtlich der Entsorgung dar. Jede Menge Stoffe sind zu entsorgen. Es gibt die Studenten, unsere Studenten müssen sich jetzt durch die Deponieverordnungen durchkämpfen und durchlernen. Formaldehyd, PCB oder BAK, Asbest in Türdichtungen, Fensterdichtungen und so weiter. Aber zurück zum Erben. Also es hat einen Haken, das Grundbuch. Erstens Belastungs- und Veräußerungsverbot und zweitens Wohnrecht für den vorherigen Eigentümer. Also, mit Erben wird es auch nichts. Ja. Also, was wird die Zukunft bringen? Ja, was wird die Zukunft bringen? Wie schaut es mit dem Markt aus? Der Markt, der boomt, ja, der geht ja. Der Markt, in Wien werden zurzeit Mikro-Apartments gebaut. Mikro-Apartments, das sind kleine Wohneinheiten, circa 20 Quadratmeter Wohnnutzfläche. Wir haben exemplarisch einen Grundriss mitgebracht. Es gibt eine Küche, einen Kühlschrank,
vielleicht. Jedenfalls gibt es im Foyer auch Einlagerungsmöglichkeiten, wenn Sie bei Billa Online, Spar oder Hofer sich etwas zustellen lassen, so können Sie liefern und die können das dort einlagern, sodass Ihr Sushi-Zeug bis im Sommer dort nicht zum Stinken anfängt. Ein Bad, ja, das hat ein bisschen den Charme à la Bella Italia. Man könnte zeitgleich am WC sitzen, duschen und Zähne putzen, aber ganz ehrlich, meiner Einschätzung nach, an das gewöhnt sich der Österreicher, also Entschuldigung, die Zeiten haben sich gegendert, der Österreicher und die Österreicherin am ersten, sie sind es gewohnt vom Urlaub in Cesolo. Ja, und dann gibt es noch am Wohnraum, ja, da muss man sich entscheiden, Fernsehen am Esstisch oder Essen auf der Couch. Beides geht nicht, man kann nicht alles haben im Leben. Aber man muss sagen, alle neuen Mikroapartments sind top, technisch wie architektonisch. Es gibt WLAN, Bohrer, Windsensoren, AC und ASR. AC ist klar, Aircondition. ASR, also beim Auto ist es die Anti-Schlupfregelung. Auf Immobilien sinngemäß umgelegt heißt das, naja, keine Kinder möglich, ein Gitterbett hat da keinen Platz. Gell? Ja, was sollen wir da sagen? Aber wir haben die Digitalisierung und wir haben trotzdem noch Bücher. Wir haben steigende Preise, Immobilienpreise und wir wohnen trotzdem noch. Und wir haben Anti-Schlupfregelungen und trotzdem gibt es noch Kinder. Also vielleicht wird es mal in Zukunft so sein, dass mit den Gewinnen der institutionellen Immobiliengesellschaften, der öffentlichen und nicht öffentlichen Immobiliengesellschaften, dann ein Grundeinkommen, ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle finanziert werden kann. Und dann brauchen wir uns um die Jugend keine Sorgen mehr machen, dann kann sie sich wenigstens diese mini kleinen Wohnungen leisten. Dankeschön.